Dies waren die beiden Punkte, die als nicht öffentliche Beschlüsse bekannt gegeben zu sind. Unter dem Tagesordnungspunkt 2 steht der Bericht des Oberbürgermeisters, den natürlich üblicherweise der Oberbürgermeister selbst hält. Ich würde heute insofern eine kleine Ausnahme machen, dass ich auch als Vertreter einige wenige Worte zur sich entwickelnden Corona-Situation in den rechtlichen Rahmenbedingungen auch machen. Wie Sie wissen, hat gestern die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten über neue rechtliche Rahmenregelungen gesprochen. Diese gilt es nun auch im Freistaat Sachsen umzusetzen. Es gibt hierzu einen entsprechenden Entwurf der zuständigen Sozialministerin, der sowohl im Kabinett diskutiert wird, wo auch heute eine Landtagsdebatte darüber erfolgt. Es gab zuletzt auch im Laufe des heutigen Vormittags eine Abstimmung der Staatsregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Landräten und Oberbürgermeistern bzw. den Vertretungen dazu. Es erfolgt morgen eine abschließende Beschlussfassung im Kabinett, so ist es jeweils angedacht. Bis dahin gilt es noch ein wenig den Feinschliff zu machen, aufgrund auch umfangreicher Stellungnahmen, die eingegangen sind. Auch die Landeshauptstadt Dresden hat federführend erarbeitet, durch das Gesundheitsamt eine Stellungnahme abgegeben. Wir werden dann also in Kürze den genauen Regelungsumgriff der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung erreichen, die voraussichtlich nicht nur bis Anfang Dezember gilt, sondern auch den Zeitraum zunächst bis Weihnachten regelt, aber auch einen Ausblick auf Anfang des neuen Jahres auch hat. Es ist im Moment noch nicht abschließend klar, ob und in welchem Umfang diese Verordnung Raum lässt bzw. die Notwendigkeit erzeugt, dass auch die Landeshauptstadt Dresden ergänzend eine Allgemeinverfügung zu dem Thema erlässt. Es hat damit zu tun, dass es einerseits den Wunsch gibt, dass möglichst viele Regelungen landeseinheitlich getroffen werden, damit es für die Bürgerinnen und Bürger leichter nachzuvollziehen ist und gerade für Pendler oder in Sachsen berufsmäßig Reisende sich auf einen rechtlich einheitlichen Regelungsrahmen verlassen können. Gleichwohl gibt es nach wie vor auch in Sachsen durchaus regionale Unterschiede. Diese regionalen Unterschiede ließen sich zwar auch abbilden, indem man zum Beispiel gestützt an bestimmten Inzidenzwerten Regelungen dann durch die Verordnung in Kraft setzt. Im Moment ist aber angedacht, dass hier für bestimmte Inzidenzwerte die Kommunen verpflichtet sein werden, Allgemeinverfügungen zu erlassen. Ich spreche das deshalb an, weil nicht völlig unbegründet auch aus dem Kreise des Ältestenrats gelegentlich angemahnt worden ist, dass städtische Regelungen in Form von Allgemeinverfügungen sehr eilig erlassen worden sind. Das könnte in diesem Fall auch wiederum passieren. Bevor wir aber den Rechtsrahmen kennen, also bevor wir wissen, ob wir sie erlassen müssen und mit welchem Ausgangsgehalt wir sie erlassen können, können wir sie natürlich nicht erlassen. Da sie aber vom Schutzzweck her, nämlich dem Gesundheitsschutz, dann zügig in Kraft treten sollten, wird das voraussichtlich auch relativ schnell wieder passieren. Seitens des Freistaates gibt es die Erwartung, wenn es ergänzenden Regelungsbedarf durch Allgemeinverfügungen gibt, dass diese am kommenden Montag oder Dienstag dann in Kraft gesetzt werden. Wir werden sicherlich die Gelegenheit nutzen, in der wöchentlichen Beratung des Ältestenrats dann nochmal genau drauf einzugehen. Es wird jedenfalls so sein, dass was jetzt als Endergebnis aus der Kabinettsbefassung dann rauskommt, gibt einen ersten Hinweis, wo wir noch Klärungsbedarfe haben an der Stelle. Ansonsten darf ich diesen Punkt vielleicht abschließen mit dem eindringlichen Appell auch für die Einhaltung der Regelungen sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld zu werben. Denn das Lagebild, das wir aus den Kliniken bekommen, sowohl aus unserem eigenen städtischen Klinikum als auch das Lagebild, welches die Uniklinik in Dresden für den ostsächsischen Raum im Rahmen des Monitorings erstellt, zeigt schon eine sehr angespannte Situation. Im Moment im Bereich Bautzen, Görlitz sehr angespannt. Es ist insofern auch zu Verlegungssituationen von Patienten auch kommt. Und natürlich die Auswirkungen auch für den regulären Betrieb der Kliniken immer größer werden. Das heißt, zu Verschiebung von
nicht lebensbedrohlich akut notwendigen, aber durchaus sinnvoll und notwendigen Eingriffen auch führen. Auch dies ist natürlich etwas, was man grundsätzlich vermeiden möchte und wo es aber neben den ökonomischen Folgen, die zwar ausgeglichen werden können, eben durchaus eine Situation gibt, dass wir vermeiden wollen, dass sich die Situation weiter zuspitzt. Das ist der Kern dieser Regelung, die es geht. Es verlangt von uns allen ein großes Maß an Disziplin und Achtsamkeit. Gut, ich halte diesen Bericht an der Stelle bewusst kurz, weil eines unserer Ziele ist eben auch, Sitzungen wie diese, die notwendig sind, durchzuführen. Einerseits, um Ihnen als gewählten Mitgliedern des Stadtrates nicht in dieser Situation das Gehör und die Beschlusskompetenz zu entziehen. Andererseits, weil auch einige Punkte draufstehen, die zum Jahreswechsel in Kraft treten sollen, was Satzungen angeht, beziehungsweise wir einige andere dringende Punkte haben. Soweit zum Punkt Bericht des Oberbürgermeisters.